In Russland hat Präsident Wladimir Putin das Sagen. Er provoziert andere Länder derzeit. Zum einen hat er einen Angriff auf die Ukraine gestartet. Zum anderen hat er Gebiete im Osten der Ukraine als eigenständige Staaten anerkannt. Die Menschen dort wollen sich seit langem von der Ukraine abspalten. Viele europäische Politiker sind entsetzt über Russland, denn der Ukraine darf nicht einfach Land abgesprochen werden. Und der russische Angriff auf das Nachbarland Ukraine ist auch nicht richtig. Viele Politiker Europas und der USA wollen in dieser Krise weiter mit Russland sprechen, sodass sich alles wieder beruhigt. Daneben verhängen sie Sanktionen. Sanktionen sind Strafen, die ein Land dazu bringen sollen, seinen Kurs zu ändern. Es gibt verschiedene solcher Strafmaßnahmen. Einreiseverbote gehören zum Beispiel zu den Sanktionen. Bestimmte russische Politiker oder Finanzchefs dürfen somit nicht mehr in die Europäische Union einreisen. So wird es für sie schwieriger, Geschäfte zu machen. Möglich ist es in so einer Sanktion immer auch, die Bankkonten bestimmter Menschen zu sperren. Haben sie Geld in der EU, dann kommen sie vorerst nicht mit ran. Daneben werden auch Wirtschaftssanktionen verhängt. Wird das gemacht, dann sind bestimmte Geschäfte nicht mehr möglich. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat zudem gesagt, dass das Projekt Nord Stream 2 erstmal nicht weiter vorangetrieben wird. Hierbei geht es um Röhren, durch die Erdgas von Russland nach Deutschland fließen soll.